Eines Tages erzählte mir meine Mutter, dass das Senken der Stimme gute Manieren reflektiert. واخضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Und senke deine Stimme, denn wahrlich, die widerwärtigste der Stimmen ist die Stimme des Esels. Ich habe ein wenig nachgedacht und fragte daraufhin meine Mutter, kann Allah uns hören, auch wenn wir flüstern? Sie antwortete, ja, mein Schatz, Allah hört alles, was wir sagen. Sei es in einer lauten Stimme, einer leisen Stimme oder auch, wenn wir flüstern. Und auch, wenn wir nur mit unseren Händen oder Augen reden würden, ohne ein Wort zu sprechen, so wüsste es Allah auch. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Er weiß, was sich hinter den Augen an Verrat versteckt und was die Brust verbirgt. Er weiß auch, worüber wir nachdenken und was unsere Absichten sind. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Wahrlich, er kennt das Geheime und das, was noch verborgener ist.